Heute lesen wir eine weitere Geschichte aus dem Leo Lausemaus Buch Meine liebsten Vorlesegeschichten. Leo und der kaputte Traktor. Leo Lausemaus ist heute mal wieder zu Besuch bei der Oma und beim Opa. Ihr Bauernhof ist so spannend für Leo, denn jeden Tag gibt es etwas zu erleben. Heute Morgen darf Leo mit dem Opa die Hühner füttern. Der Opa hat den kleinen Futtereimer bis oben hin mit Körnern gefüllt. »Darf ich den Eimer tragen, Opa?« fragt Leo. »Wenn du stark genug bist«, lacht der Opa und gibt Leo den Eimer. Und wie stark Leo ist! Er macht sich mit Opa auf den Weg zum Hühnerstall. Den Eimer mit den Körnern trägt Leo mit beiden Händen und deshalb trägt der Opa Teddy auf dem Arm. Mit der anderen Hand stützt er sich auf seinem Spazierstock ab. Als Leo beim Stall ankommt, laufen die Hühner sofort neugierig herbei. Leo streut das Futter aus und schaut zu, wie die Hühner mit ihren Schnäbeln danach picken. »Das sieht so lustig aus«, lacht Leo. »Die freuen sich sehr über die Körner«, meint der Opa. »Und jetzt gehen wir rüber zu meinem Traktor und fahren aufs Feld.« Das lässt sich Leo doch nicht zweimal sagen. Er stellt den Eimer ab und saust los. Da kommt der Opa ja kaum hinterher. Nun ist auch der Opa beim Traktor angekommen und steigt auf den Fahrersitz. Leo klettert auf Opas Schoß. Gleich geht es los. Doch als der Opa den Traktor starten will, bleibt es mucksmäuschenstill. Nichts rührt sich. »Nanu, was ist denn da los?« wundert sich der Opa und steigt wieder ab. Er überprüft, ob der Tank gefüllt ist und schaut sich den Motor an. Er legt sich schließlich sogar auf den Boden und versucht von unten zu erkennen, was mit dem Traktor nicht stimmt. Doch er kann es einfach nicht herausfinden. Leo weiß auch nicht, was sie tun können, denn leider kann der Traktor ja nicht sprechen und sagen, was ihm fehlt. Aber da hat der Opa nun eine Idee. »Weißt du was, Leo? Wir gehen jetzt zu unserem Nachbarn, Achim Fuchs. Vielleicht kann der uns helfen.« Leo freut sich. Der Nachbar von Opa hat nämlich auch einen Bauernhof und er wohnt gar nicht weit weg. Der Opa kann nicht so schnell laufen, deshalb läuft Leo immer ein Stückchen vor und wartet dann wieder, bis der Opa bei ihm ist. »Opa, bei Achim Fuchs steht auch ein Traktor auf dem Hof«, ruft er aufgeregt, als sie fast da sind. Der Opa nickt. »Ja, der kennt sich aus mit Traktoren. Hoffentlich ist er auch zu Hause.« Endlich stehen Leo und der Opa vor der Haustür des Nachbarn. Der Opa klopft. Sicherheitshalber klopft Leo auch. Dann wartet er gespannt. Ein Glück! Achim Fuchs öffnet die Tür. »Guten Tag«, grüßt er den Opa. »Ein Besuch meines Nachbarn, das freut mich aber. Und deinen kleinen Enkel Leo hast du auch mitgebracht.« Leo hält Achim Fuchs Teddy entgegen. »Und Teddy ist auch dabei«, erklärt er. Achim Fuchs lacht und sagt, »dann kommt mal alle herein.« Leo sieht sich neugierig im Haus um. Es sieht gemütlich bei Herrn Fuchs aus. Achim Fuchs setzt sich auf einen Hocker und hört sich an, was der Opa ihm zu erzählen hat. »Mein Traktor springt einfach nicht an. Dabei wollte ich die Feldarbeit heute erledigen«, seufzt er. Herr Fuchs klopft dem Opa auf den Rücken. »Das ist gar kein Problem. Du kannst meinen Traktor leihen. Und morgen schauen wir mal zusammen, wie wir deinen Traktor reparieren können.« »Aber vielleicht will der kleine Leo vorher noch meinen Hof sehen«, meint Achim Fuchs lächelnd. »Ja, den will ich sehen«, ruft Leo begeistert. Da führt der Nachbar Leo herum und Leo freut sich, dass er überall seine Nase hineinstecken darf. In den Heuschober, in den Kuhstall und in den Schweinestall darf er schauen. Ein kleines Hühnergehege hat Achim Fuchs auch. Leo erzählt ihm, »Ich habe heute beim Opa schon die Hühner gefüttert.« »Sehr gut«, lobt Achim Fuchs. »Vielleicht wird ja später mal ein richtiger Bauer aus dir, wie dein Opa.« Dann gehen sie in den Garten. Hier wachsen viele Obstbäume. Herr Fuchs pflückt für Leo einen besonders schönen roten Apfel. »Wer arbeitet, muss sich auch stärken«, sagt er. Dann gehen sie zurück zum Opa. Er hat sich den Traktor von Achim Fuchs schon angesehen.
und der funktioniert genauso wie sein eigener. Nun setzt sich der Opa auf den Fahrersitz und Leo klettert wieder auf seinen Schoß. Gespannt sieht er zu, wie der Opa den Traktor anlässt. Es beginnt zu rattern und zu knattern. Funktioniert, sagt der Opa zufrieden. Und Leo strahlt, als der Traktor sich in Gang setzt und sie über den Feldweg davonfahren. Leo winkt Achim Fuchs, bis er hinter der Kurve verschwindet. Traktorfahren macht riesigen Spaß, nicht wahr, du Lausemaus? Fast den ganzen Nachmittag lang fährt Leo mit dem Opa übers Feld. Am Abend sitzt Leo mit der Oma und dem Opa beim Abendessen. Er löffelt 2 ganze Teller Möhrensuppe aus. Ja, die Feldarbeit macht hungrig, lächelt die Oma. Herr Fuchs ist ein netter Nachbar, findet Leo. Er hat uns sofort geholfen und ich durfte seinen Bauernhof ansehen. Und dann, beschließt er, morgen male ich für ihn ein schönes Bild von seinem Traktor. Das schenke ich ihm dann. Das ist aber ein nettes Dankeschön, Leo. Vielen Dank fürs Zuhören und morgen lesen wir Leo der Sportler.